Hallo ihr Lieben, heute gibt es sehr, sehr leckere Crêpes, nicht nur als Frühstück gedacht, sondern auch zu jeder anderen Tageszeit eine leckere Mahlzeit. Kennt ihr diese Situation? Ihr habt Lust auf leckere Crêpes und man öffnet den Kühlschrank und es ist kein einziges Ei da. Also was kommt nun in meine Rührschüssel? Butter, Mehl und Milch habe ich hier. Bei dem Mehl habe ich übrigens Vollkornmehl benutzt, weil ich das eigentlich immer so mache. Für den Erfolg garantiert eine Geheimzutat und das ist Sprudelwasser. Ich habe das Ganze auch ohne den Sprudel ausprobiert, aber glaubt mir, die Konsistenz der Crêpes verbessert sich einfach um so einiges, wenn man den Sprudel dazu gibt. Muss man die Eier überhaupt ersetzen, war für mich die Frage, aber mit den richtigen Mengenangaben funktioniert es auch ohne. Für den Geschmack habe ich jetzt noch etwas Kokosblütenzucker und Salz in den Teig gegeben. Das mache ich aber auch bei meinen ganz normalen Crêpes so. Und auch noch etwas geschmolzene, abgekühlte Butter kommt in meinen Crêpe-Teig, da diese auf jeden Fall ein wichtiger Geschmacksträger ist. Ganz zum Schluss gebe ich noch den Sprudel hinzu, rühre diesen langsam unter und dann ist unser Crêpe-Teig ohne Eier und ohne Eiersatz fertig. Jetzt müssen unsere Pfannkuchen natürlich noch in die heiße Pfanne kommen. Ich nehme hier eine beschichtete Pfanne, das ist ganz wichtig, damit die Crêpes nicht kleben bleiben. Gut mit Butter einfetten und wenn die Pfanne heiß genug ist, gebe ich eine Suppenkelle voller Teig in die Pfanne und verteile das Ganze gleichmäßig, damit wir einen schönen dünnen Crêpe erhalten. Bei normalen Crêpes ist der richtige Zeitpunkt, um ihn zu drehen, dann, wenn die Ränder bräunlich geworden sind. Da in diesem Teig aber keine Eier drin sind und das Ganze nicht so stabil ist, muss die Unterseite auf jeden Fall schon etwas Farbe bekommen haben, damit der Crêpe beim Umdrehen nicht kaputt geht. Und das wäre mir hier sogar fast passiert, wobei ich eigentlich schon recht gut Übung jetzt in der Sache habe, aber manchmal kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass man ihn nicht beim ersten Versuch drehen kann und noch ein bisschen nachhelfen muss. Ordentlich mit Käse gefüllt, schmeckt mir mein Crêpe am allerbesten. Ich klappe den Crêpe erst zusammen, wenn die untere Seite richtig schön Farbe bekommen hat. Natürlich ist das auch Geschmackssache, aber besonders bei dem Crêpe ohne Ei finde ich es für den Geschmack besonders wichtig, wenn der Crêpe richtig schön durch ist und an den Rändern schon leicht knusprig. Dann sollte man den Crêpe am besten noch frisch und heiß genießen. Egal ob pikant oder süß gefüllt, die schmecken wirklich sehr lecker. Und ich finde, es ist eine tolle Alternative, wenn man keine Eier zu Hause hat oder generell auf Eier verzichtet. Probiert das Ganze doch mal bei Gelegenheit aus und vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere leckere Rezepte. Viel Spaß beim Crêpe-Backen und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!